Hallo, da bin ich wieder zu Let's Play Digimon World DS. So, wir sind gerade zurück zum Digicenter gegangen, um uns unsere Digifarm anzugucken und ja. Okay, wir sind zurück in der Zentrale. Aber was soll ich nun tun? Und was ist dein Problem jetzt? Ich habe eine Digifarm bekommen, aber ich weiß nicht, wie ich zu ihr hinkommen soll. Oh, das ist auch kein Problem. Du musst nur das andere Gate-Kreistor nehmen. Es ist wird Farmgate genannt. Wenn du darauf gehst, kannst du in deine Digifarm kommen, wann immer du willst. Oh, da, ich verstehe, danke. Du willst ja kein Problem. So. Flummi und ich gehen jetzt zur Digifarm. Oh, falsche Taste. So. Willkommen zurück. Ich war noch nie da, aber hey, Kalumon, yeah, danke. Nun lass uns anfangen an. Weißt du, wie man eine Digifarm nutzt? Ja, tue ich. Falls du eine Frage hast, kannst du Agumon in der Thema Union fragen. Er sollte auf alles seine Antwort haben. Echt, Agumon, was ist der Sinn des Lebens? Ja, seit du jetzt die Daten von Pokémon gescannt hast, lass uns die jetzt Digi-converten und dann hast du ein Pokémon als eins meiner deiner Digimon. Du kannst nur Digi-converten in einer Farm und ein Digimon-Convert werden in die Digibank gelegt. Du kannst jederzeit in der Digimon-Liste hin und her tun, um sie groß zu ziehen. So viele Digimon, wie du willst. Okay, ich werde mein Bestes geben. Blablabla. Oh, Azulungmon, the Observer again. Also, Azulungmon ruft wieder an. Hast du gel alles gelernt über eine Digifarm? Ja, ich denke schon. Du kannst. Du kannst nun nur fürs erste Thema rate nur eine Demon-Farm benutzen. Aber vergesst das nicht. Ja, danke, danke. Ach ja, da fällt mir gerade ein. Ich habe eine Bitte an dich. Ja, was soll ich tun? Gabumon, einer von unseren Union-Stuff, also Unions-Ausrüster, bla bla, ist in Data Forest gegangen und kam nie wieder. Etwas muss mit ihm passiert sein. Ich möchte gerne, dass du in den Data Forest gehst und nach ihm suchst. Gabumon? Okay, verstanden. Ich zähle auf dich. Und also vergiss nicht, deiner Digifarm einen Namen zu geben. Ja, dich nenne ich. Ja, wie nenne ich dich? Ich nenne dich jetzt alle Farben, so. Warum nennen sie alle Farben? Weil da alle Digimon rein können. Das ist kein typspezifische Farm, wie die anderen Sprecher. Okay. Nun, Digi-Converting! Yay! Natürlich Poyomon! Hier, Poyomon. 100%. Okay. Möchtest du wirklich die Digimon-Daten benutzen, um Poyomon zu konverten? Ja! Ja, also ich hole jetzt Poyomon aus seinem. Ich erschaffe es jetzt aus Daten. Was ist an Digimon denn noch nur? Und zwar haben wir jetzt Poyomon, ein Fisch-Digimon. Also ein Fischtyp-Digimon. Es ist wild, hat einen schnellen Wachstyp. Ja, noch wichtig, Generation ist Ausbildung, Spezies Wasser. Und Battle-Typ ist Technik. Das heißt eher so hier einer auf Izzy aus Digimon 1. Er denkt lieber nach, bevor er drauf haut. Wie nenne ich dich? Ich weiß, du wirst später. Nein! Du wirst später hier Dings Blub. Deswegen nenne ich dich jetzt einfach. Ein bisschen Wassertyp. Nenne ich einfach Swim. Swim. Mit einem M. Okay, Swim. Ja, möchte ich. Juhu, okay, mehr können wir nicht machen, das heißt, wir gehen zurück. Theoretisch könnten wir jetzt hier später die Farm tauschen, mit Digimon reden, wenn wir welche auf der Farm hätten.
Oder hier später wie Sandsack oder so ein Quatsch installieren, damit wir trainieren können. So Stärke, Geschwindigkeit, Leben, etc. bla bla. Haben wir eigentlich Geld? Haben wir Geld? Keine Ahnung. Dann gucken wir uns jetzt das Menü an. Oben haben wir hier die Digimon-Liste. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe vergessen, Pokémon mit in die Liste zu nehmen. Was mich jetzt interessiert, sind die Items. Items, ne? Items. Wir haben einmal Heilung, das ist recht wenig. Wie viel Geld haben wir? Geld, 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 Geld. 115, da kann ich gleich ein paar Heil-Items von kaufen. Aber erstmal holen wir Swim ab. So, und zwar, wie gesagt, in der Digimon-Liste. Da ist denn jetzt hier Swim. Swim, Change, Party. Ja! Okay. Dann können wir jetzt wieder gehen. Jetzt gehen wir ein paar E-Teams kaufen. Yay! Nicht A-Team, sondern E-Team. Und zwar bei Wizardmon. Yay! Dies ist der Item-Shop. Wie kann ich dir helfen? Ja, ich hätte gerne einmal. Ja, einmal den hier. Und einmal den hier. Okay. Okay, so. Bitte kriegen wir mehr Geld dazu. Das ist jetzt nur, wir haben noch nie gekämpft eigentlich in unserem Leben, um jetzt irgendwie wirklich Geld zu kriegen. Man kriegt Essen, also Digifood für die Farm und ja, hier Geld, manchmal auch E-Teams, nein, Items oder Items, je nachdem. Ja, jetzt fangen wir an. Wir müssen Gabumon suchen. Yay! Komm, mein Kaugummi und mein komischer weißer Radierer. Und ein wildes Tsunumon. Yay! Was ich brauche, ist ein zweites Pokémon, was ich dann eine andere Linie digitieren lasse. Einmal jetzt Gomamon, die andere wird Crabmon. Ich habe keine Ahnung, was Crabmon wird. Ich glaube, es war Crabmon. Ich muss mal nachgucken. Aber auf jeden Fall natürlich Gomamon. Ich bin ein absoluter Gomamon-Fan. Yay! Noch einmal Fight und es steigt ein Level. Zumindest mal ein Kaugummi. Los geht's, Ed! Vielleicht soll ich das nächste Mal Kaugummi nennen, wenn du digitierst. Okay, so. Und Nio! Und Betamon? Und wer ist es? Nein, es ist Pokémon, das Radiergummi-Digimon. Okay, fight. Charge. Angriff. Yay. Und Angriff. Und ja. Und noch einmal das Ganze. So, wie man es am Anfang jedem Kampf sieht, wurde das Digimon gescannt und dann jeweils eine Prozentzahl angezeigt, wie jetzt glaube ich 15%. Yay, beide hatten ein Level up. Beide sind jetzt Level 4. Ich würde sagen, ne, da oben ist jetzt gleich Gabumon, aber ich habe ihn noch angesprochen. Mann, das ist immer so. Okay, jetzt haben wir 30% schon. Ding, ding, ding. Vor allem braucht man auch einen. Ich muss gleich nochmal gucken. Man kann auch, wenn man bestimmte Digimon in einer Farm hat, gibt es auch bestimmte Quests, die man dann machen kann. Da steht alles in, ja, hier Questlog drin, da kann man nachgucken. Tschüss. Ja, zum Beispiel dann kommen so Originalchars wie Markus, in dem heißen haben sogar ihre Originalnamen wie Masu, Toma und Yoshino. Ja, und den muss man dann irgendwie versuchen zu unterstützen, weil Gaumon da die Adresse vergessen hat, weil Markus sein Digivice vergessen hat und Yoshino, keine Ahnung, steht da immer nur dumm rum und hat keine Ahnung. Nein, das natürlich nicht, aber okay. Oh, was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Bist du nicht Gabumon vom Union Stuff? Ja, das bin ich. Was ist dein Problem? Ich kam hierher, um zu gucken, was du hier gerade so machst. Bla bla, du brauchst zu lange. Ja, ich habe einen von den Unions Ausrüstungsgegenständen verloren. Ach, Stuff was nochmal Aus Gegenstände oder sowas, ne? Ausrüstungsgegenstände? Es ist eine Auswahl an Waffen, Rüstungen und Accessoires für Digimon-Ausrüstung. Bla, da fehlt jetzt gerade irgendwo ein Wort. Ja, ich wollte zurück, aber dann hat er was verloren und ja, während er es transportiert hat.
und ein sogenanntes Rüstungsstück Bronzeplatte. Ich wollte es zurück in die Zentrale bringen, aber was soll ich nur tun? Es ist nicht hier. Ich muss zurück zu diesem einen Platz. Ja. Okay, lehn du dich zurück, ich mach das. Und dann sagt er, aber ein Ogremon hat sich hier jetzt eben als Gefahr, ist sehr gefährlich und hier hat es eben seine Umgebung eingerichtet. Oh, ich habe eine Idee. Hm? Was ist los? Warum tust du das nicht für mich? Natürlich ich mit meinem kleinen Baby-Digimon, aber... What? Was? Ich? Ich denke, danke, du bist ein Lebensretter, ja. Ja, ich weiß. Dies ist eine Abkürzung. Danke, ich bin da mal unterwegs.